unsere 60 Sekunden Q&A Challenge mit Nikolai Schumann von den Berlin Thunder. Los geht's. So, Burger oder Pizza? Burger. Kannst du kochen? Ja. Was ist dein Lieblingsgericht? Sushi. Film oder Serie? Ja, Serie. Und welche Serie schaust du aktuell? Blacklist. Bei welchem Film hast du zuletzt geweint? Life of Pi. Ohne welchen Menschen kannst du nicht leben? Meine Eltern. Dusche warm oder kalt? Kalt und danach warm? Kalt. Hund oder Katze? Katze. Frauen in Sneaker oder High Heels? Sneaker. Brüste oder Hintern? Hintern. Blond oder brünett? Egal. Strand oder Berge? Berg. Ja, Berge. Training am Morgen oder am Abend? Morgens. Xbox oder PlayStation? PlayStation. Liebe oder Geld? Liebe. Schlafen im Pyjama oder nackt? Nackt. Nutella mit oder ohne Butter? Mit. Shorts oder Minirock? Shorts. Morgenmuffel oder Frühaufsteher? Frühaufsteher. Und im Stehen oder Sitzen pinkeln? Im Sitzen. Dankeschön. Bitteschön. Nico Schumann, Receiver und Tight End der Berlin Thunder. Wir wollen heute herausfinden, wer du bist. Aber fangen wir mal allgemein an. Was bedeutet Football für dich? Football ist für mich ein ganz besonderer Sport. Ich habe schon viele Sportarten gemacht, aber bin tatsächlich mit 18 zum Football gekommen, recht spät für viele. Aber Football bringt ein riesen Teamgefüge mit und macht einfach eine Menge Spaß. Es ist sehr komplex, man muss immer konzentriert bleiben, weil jeder kleinste Fehler sofort bestraft wird. Und dieses dauerhafte Miteinander und auch Füreinander macht einfach extrem viel Spaß und über die Jahre lernt man das einfach lieben. Und wie ist deine Football-Story? Wie fing alles an und was waren deine Steps, bis du jetzt hier bei den Berlin Thunder gelandet bist? Also ich habe, wie gesagt, mit 18 angefangen zu spielen. Da war ich bei den Berlin Bullets in Berlin-Marzahn. Da kam ich aus der Schulzeit rüber über einen, den ich kannte und bin da 2 Jahre in der Jugend geblieben, habe noch ein Jahr Herren dort gespielt, 2010, 11 und 12. Bin dann zu den Berlin Adler gewechselt in die Bundesliga 2013. Dort war ich 4 Spielzeiten, habe dort auch meinen ersten Titel geholt mit dem Team 2014, den Euro Bowl. Und dann bin ich zur Saison 2017 zum direkten Konkurrenten nach Charlottenburg, zu den Berlin Rebels gewechselt. Dort habe ich 1 Jahr gespielt. Seit der Saison bin ich auch Teil der deutschen Nationalmannschaft. Und dann war ich für 2 Spielzeiten in Braunschweig 2018 und 2019. 2018 den Euro Bowl dort gewonnen mit den Lions und 2019 den German Bowl nochmal. Dann war ich zwar für 2020 wieder unter Vertrag, auch bei Braunschweig für 2020, aber das ist ja im Sande verlaufen dieses Jahr. Ja, und jetzt bin ich hier, genau. Ich bin die ganze Zeit in Berlin gewesen. Ich bin während des Studiums gependelt nach Braunschweig. War dann zum Training und zu den Spielen dort, aber habe weiterhin hier gewohnt. Mittlerweile wohne ich in Potsdam, aber es ist alles sehr eng beieinander und jetzt spiele ich wieder für die Hauptstadt. Ja. Das heißt, welchen Stellenwert hat Football in deinem Leben? Wie viel Zeit nimmt der Sport ein? Ja, neben der Arbeit die meiste Zeit tatsächlich. Ich bin jetzt aus dem Studium raus seit etwas über einem halben Jahr. Habe durch Corona das Studium verlängern müssen. Geht sicherlich einigen so. Und jetzt bin ich angestellt. Ich bin Sporttherapeut und Athletiktrainer in einer Sporttherapiepraxis hier in Berlin. Und arbeite dort festangestellt und bin noch nebenbei hier bei den Berlin Thunder. Aber das beläuft sich auch nochmal auf eine gute 20, 25 Extrastunden pro Woche, wenn man alles Training und Auswärtsfahrten, Spiele. Man muss ja im Endeffekt die Fitnessstudio-Zeiten mit dazu zählen und alles andere, Video-Meetings, die wir haben. Und das nimmt alles Zeit in Anspruch, ja. Wie vereinst du das? Deinen beruflichen Alltag und jetzt hier eben noch die Karriere wirklich als Leistungssportler? Ja gut, also der Football hat ja schon immer den gleichen Zeitaufwand für mich neben dem, gut, damals war es das Studium, aber da hast du auch noch einen Nebenjob gehabt. Hat schon immer viel Zeit in Anspruch genommen, auf jeden Fall. Man muss ein bisschen Abstriche machen in anderen Sachen. Also Sachen wie ein Sommerurlaub fällt halt seit Jahren schon immer flach. So die Sommerpause in der GFL damals, die fiel immer auf meine Klausurenphase in der Uni. Das heißt, dort die 3, 4 Jahre während der Sommersemester im Studium, da war auch nichts mit in Urlaub. Und so von März-Saison mit Vorbereitung bis Oktober bist du eingebunden. Dann sagst du dir, naja, vielleicht fliegst du im Februar in Urlaub vor der Saison. Aber da hast du dann vielleicht auch noch Klausuren gehabt. Es ist, man macht Abstriche. Aber wie schon gesagt, wenn man diesen Ehrgeiz hat, wie das ja den meisten Jungs hier geht, Deutschland, Football, es ist kein Profisport in dem Sinne. Wir sind jetzt auf einem guten Weg, finde ich. Diese ganze Geschichte mit der European League zu
professionalisieren. Und alle, die die Liga verfolgen, merken es sicherlich. Und ich denke, dass wir auf einem guten Weg sind, insgesamt diesen Sport für Trainer, Staff, Schiedsrichter, Spieler zu professionalisieren, dass man dort eventuell sogar auch komplett von leben kann. Ich rede jetzt nicht von Leben wie ein Fußballprofi in der Bundesliga, aber zumindest so, dass man sich während der Fußballsaison gar nicht mehr groß beruflich noch nebenbei abrackern muss. Und das ist eine super Doppelbelastung, die in jedem Team in der European League gerade 60-80% der Spieler nun haben. Wie sieht denn dann dein Alltag überhaupt aus, deine Woche? Wie startest du Montag bis Freitag? Es ist doch wahrscheinlich gar kein freier Moment, oder? Tatsächlich geht es am Anfang der Woche relativ entspannt los noch. Ich arbeite an 2 Tagen, spät, reine Athletik-Coachings für ein Team in Berlin. Beim Hockey, das ich betreue, noch nebenbei. Dazu kommt dann ich mache insgesamt 30 Stunden Praxisbetrieb und Athletik. Also das ist mein Hauptberuf und dazu kommen die Football-Trainings, das Fitnessstudio, das vereine ich meist mit Arbeitszeiten, schaue, dass ich das kombiniert kriege und dann geht's tatsächlich, ja. Kommen wir nochmal auf dich als Spieler zu sprechen. Wie würdest du deine Rolle im Team beschreiben? Mittlerweile bin ich tatsächlich einer der Veteranen, jetzt mit vielen, vielen Jahren Bundesliga-Erfahrung auch und Coach Jack war schon mal mein Trainer 2014. Er erwartet somit auch ein bisschen von mir diese leichte Führungsrolle, genauso wie Coach Herford, der weiß, wofür ich stehe, mit wie viel Herzblut ich an die ganze Sache rangehe. Und ich versuche natürlich viele von unseren Jungen und auch unerfahrenen Jungs, vielleicht die aus kleineren Ligen kommen, ein bisschen in den Flow zu bringen, um denen zu zeigen, ey, no matter what the scoreboard says, so, das Spiel ist nicht vorbei, bis das Spiel vorbei ist. Und das ist für viele noch eine mentale Frage. Das hat man heute ein bisschen gesehen am Anfang, fand ich, und in anderen Spielen, dass wir so ein eine Halbzeit-Team sind. Wenn wir mal 2 Halbzeiten spielen würden, glaube ich, wäre es ganz interessant. Und wie würdest du deine Attitüde auf dem Platz beschreiben? Wie möchtest du, dass du sowohl von deinen Spielern als aber auch vom Gegner oder auch von den Fans gesehen werden möchtest? Das ist mir tatsächlich, ich will nicht sagen egal, aber das kommt, glaube ich, so. Ich bin so, wie ich bin. Ich bin ein sehr extrovertierter Mensch. Ich habe auf dem Feld während der Spielzüge oder auch den anderen Gegnern gegenüber. Ich bin kein Trash-Talker, ich quatsch ab und zu mal mit oder zurück oder man kennt ja eigentlich auch immer die Hälfte der Gegner auf dem Feld. Aber ansonsten bin ich einer, der mit dem Team feiert, der mit aufs Feld rennt beim Touchdown, wenn er gerade selbst nicht dabei war oder die Defense feiert, wenn sie ein großes Play macht und dann mitrennt und ja, so eine Sachen. Also ich versuche dann immer vorne mit dabei zu sein und die Stimmung hochzuhalten, einfach zu sagen, ey, hier ist Action, Jungs, wir müssen da jetzt auch dranbleiben. Und hast du Rituale vor dem Spiel? Gibt es irgendwas, das du machst? Hast du einen Glücksbringer, irgendetwas? Tatsächlich gar nicht groß. Also Rituale, ja, ich bin sehr gerne ein bisschen für mich vorm Spiel. Rede viel mit meinen Mitspielern aber, gehe zu einigen Leuten hin. Und das Einzige, was ich habe, ist, sobald ich das Feld betrete, also nach dem Warm-ups, beim Einlauf, ich gehe halt immer einmal in die Endzone und spreche Vater Unser, bitte. Ganz kurz nur, ich bin zwar römisch-katholisch, nicht großgläubig, aber also nicht groß praktiziere, nicht den Glauben groß, aber das ist etwas, was ich auch früher schon gemacht habe und meine Oma war ein bisschen gläubiger und die ist nach dem German Bowl 2019 verstorben und da habe ich dann so angefangen, das ein bisschen wieder reinzubekommen. Ja. Hast du irgendein Idol? Sportlich oder auch ein Mentor, der dich die Jahre als Footballspieler begleitet hat? Dadurch, dass ich ja 1-2 Teams gesehen habe, hatte ich keinen individuellen einzigen Mentor in dem Sinne. Ich hatte bei den Adlern einen verdammt guten Receiver-Coach, Johnny Schmuck. Grüße gehen raus. Verdammt krasser Typ. Der hat selber früher ganz lange GFL gespielt und der hat auch einige Receiver mit ausgebildet. Brian Zerbe bei uns hat auch unter ihm gespielt. Max Zimmermann, der jetzt gerade bei den Adlern ist, der war in der CFL bei den Saskatchewan Rough Riders. Das ist so das Zauberprodukt receivermäßig aus Berlin. Und ja, Johnny ist so, er hat mir, glaube ich, auf Receiver das meiste beigebracht. Und dann den ein oder anderen Amerikaner, mit dem ich mal das Feld teilen durfte, der mir durch Erfahrung und andere Dinge viel vermittelt hat. Ja. Und Vorbilder,
da ich ja auch Tight End spiele, Tight End und Receiver, feiere ich natürlich die einen oder anderen Tight End in der NFL sehr, so wie George Kittle zum Beispiel oder Travis Kelce. Das sind sehr große Jungs, ja, Gronkowski auch, aber Gronkowski ist noch mehr so ein Bulldozer, großer Kerl. Und so der George Kittle, der ist super schnell. So, und den, damit rechnet auch immer keiner. Und für mich war es auch immer so, dass meine Geschwindigkeit mich ein bisschen ausgemacht hat, trotz meines Gewichts. Und deswegen habe ich jetzt mich auch wieder dazu entschieden, wieder die 85 zu tragen, die ich ja früher schon hatte, weil George Kittle die auch hat. Ja. Okay, das wäre nämlich auch noch meine Frage gewesen, warum die 85? Genau, also die 85, ursprünglich habe ich sie 2014 das erste Mal getragen bei den Adlern, als ich dann auf die Receiver-Position zurückgegangen bin, aber davor Defensive End gespielt, eine Saison. Und da war ich ein ziemlicher Fan von Chad Ochocinco, Chad Johnson von den Cincinnati Bengals damals. Und das war halt ein Showboy, der Typ, der wusste, wie man sich verkauft. Und 85 war einfach, ist auch eine schöne Nummer. Ich finde, das ist so mittendrin in der 80, 5 sieht gut aus. Das ist so ein bisschen so, wählst du auch so deine Nummer, weil es gibt so viele beim Football und du musst deiner Position entsprechend eine wählen. 85 habe ich gesagt, ja, das ist so, die ist schön rund, die sagt was aus, die merkt man sich. Und es gibt halt Spieler, die getragen haben, die für was stehen. Und jetzt in Braunschweig habe ich eine andere getragen, dann die 86. Wie kam es dazu? In Braunschweig spielt Christian Bollmann schon seit 12, 13 Jahren für die Lions, schon immer. Und der ist seit seiner Jugend die 85, ein sehr guter Freund von mir. Und da habe ich gesagt, da bastle ich mich hinten ran. So, da gibt es gar keine Diskussion, die will ich auch gar nicht haben, die Nummer. Ja, und dann waren wir so ein Triplett, Niklas Römer 84, Christian Bollmann 85, Nikolai Schumann 86. So, die drei Türme quasi. Ja, und dann bin ich jetzt wieder zurück in Berlin und ich hab tatsächlich nie meinen Instagram-Namen mit dem BLN 85 geändert. Der war auch in Braunschweig immer 85. Und jetzt habe ich gesagt, bin ich ja wieder hier, jetzt nehme ich die Nummer halt wieder. Sehr cool. Ja, ja. Genau, das ist so der Hintergrund von der Nummer. Gar nicht so besonders. Und dein Ziel wäre es, nochmal die zweite Saison auf jeden Fall für die European League of Football zu bestreiten? Solange ich gesund bleibe. Ja. Ich werde ja auch nicht jünger, ne? Also ich habe aber gesagt, gut, ich muss auf meinen Körper achten, muss gut trainieren, muss gut essen, muss auf mich aufpassen. Dann sind noch, weiß ich nicht, 3, 4, 5, vielleicht 6 Jahre drin, wer weiß. Ist ja alles. Alter ist nur eine Zahl, ne?